Es war ein spektakulärer Sieg für Vitali Ginter hier bei We Love MMA 53 in Hannover. Erste Runde, 2 Minuten 30 rum. Dann war es auch schon rum, der Kampf. Selber ein bisschen überrascht, dass es so schnell gegangen ist? Das schon auf jeden Fall, ja. Aber das Gameplan war strikt auf dem Boden, ihn ziehen und submitten. Wie, in welcher Runde, war nicht klar, aber wir wussten, dass wir das schaffen. Der Gegner war ja wesentlich erfahrener, Daniel Markin, ein wirklich gestandener Mann, ein Veteran. Vorher war gesagt worden, das Duell Veteran gegen Newcomer. Hast du dich so ein bisschen in dieser Newcomer, in dieser vielleicht Underdog-Rolle ganz wohl gefühlt? Ja, ich mag die Underdog-Rolle. Wir wussten, dass wir nach Hannover kommen, in seine Stadt, zu seinen Leuten. Wir wussten, dass er viele Kämpfe hat, dass er erfahren ist, der kennt jede Position, jeden Moment im Kampf. Und ja, aber das hat mich trotzdem gereizt, vor allem noch, als ich gut vorbereitet war im Ausland und ja, das hat mich schon mehr gereizt, hier hinzukommen und in seiner Heimatstadt zu kämpfen gegen ihn. Hast du noch mal so einen kleinen Stichler noch nachgeschoben am Ende vom Kampf, dann nachher so im Interview gesagt, ja, das, was du im Ausland trainiert hast, das kann man auch in Deutschland, also dafür muss man nicht irgendwo anders hingehen. War da auch so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, so ein bisschen Häme dabei? Ja, das hat angefangen einfach damit, dass er mal bei Instagram was gepostet hat, von wegen Kick-Ass-Session startet. Dann dachte ich mir, okay, ich habe dazu nichts gesagt, ich habe bis zum Kampf gewartet und ja, man muss auch offen und ehrlich sagen, es gibt in Deutschland so viele gute Schulen, vom Bodenlastische, die sind top aufgestellt, vor allem in seinem Umkreis in Hannover. Da gibt es die Fight School, hat man ja heute gesehen, die haben 6 Kämpfer gestellt, alle brillant gewonnen, ein Unentschieden. Die Bilanz spricht einfach für sich, dass man sich im Land auf jeden Fall super vorbereiten kann und nicht immer ins Ausland gehen muss. Der Mann, der den Bodenkampf trainiert, Kevin Schmalz, zufrieden oder hat er sich noch ein bisschen viel Zeit gelassen? Nein, die Geschwindigkeit, die Zeitdauer des Kampfes war schon wirklich stark. Ich bin sehr zufrieden, ich weiß, wie hart er trainiert, ich weiß, was er durchmacht, ich weiß, was der Trainer mit ihm durchmacht. Es ist beeindruckend und wenn er so weitermacht, steht ihm eine wahnsinnige Zukunft vor. Der Trainer, der Head Coach, das ist kein geringerer als Eddie Pobivanes. Ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. War ganz ordentlich dabei. Zufrieden mit dem Schützling oder gibt es trotzdem natürlich noch eine Analyse kurz danach, die sagt, wo hat es noch dran gehapert? Ja, wir hatten sehr viele Verletzungen auch in der Vorbereitung gehabt, die uns ein bisschen so gehänselt haben, die 100% zu erreichen. Trotzdem haben wir den Kampf angetreten. Er hat alles richtig gemacht. Das Cagework war super. Ein paar Sachen gibt es immer zu verbessern. Nach dem Kampf ist es immer einfacher zu sagen, das besser machen, das besser. Aber im Kampf hat er einen klaren Kopf gehabt und deswegen bin ich sehr zufrieden damit. Wir haben jetzt eine 4-0, wir sind zufrieden, so kann es weiterlaufen. Mit 4-0 und mit so einem Auftritt heute, da ist aber die Newcomer, die Underdog-Rolle mal weg. Also auf der Sache wirst du nicht mehr lange reisen können, Vitali. Kommt jetzt langsam so der Moment für dich in der Karriere, wo du sagst, ja, ich werde mich natürlich weiteren Gegnern stärkeren Gegnern stellen müssen, mit vielleicht dem Ausblick auf den Titelkampf? Ja klar, wir wollen uns immer weiter gegen stärkeren Gegner stellen und Titelkampf würde ich nicht sagen, weiß nicht, einfach auf jeden Fall weitermachen, weiter hart trainieren und natürlich immer den nächsten Step höher gehen, das auf jeden Fall. Wir warten, was die nächsten Schritte sind mit Vitali Ginter, dem Sieger hier bei We Love MMA 53 in Hannover.